Auf die Mütze gab es beim Stopp der Shotgun-Tour der größten Wrestling-Liga Deutschlands, der WXW im Kulturzentrum Kreuz. Während der 3 Stunden dauernden Show gab es abwechslungsreiche Kämpfe zu sehen, mit dabei der Stammkader der Westside Extreme Wrestling und namhafte Stars aus Übersee. Doch eines darf beim Wrestling natürlich auch nicht fehlen, ein bisschen Drama. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie du einen solchen Abschaum als gute Crowd bezeichnen kannst. Wie du den Dreck, den wir hier versammelt haben, als ehrenwerte Menschen bezeichnen kannst. Und wie du diese hässliche Stadt Fulda als schön bezeichnen kannst. Das Einzige, was schön ist, ist, dass der Goldjunge sich dazu herabgelassen hat, nach Fulda zu kommen. Ganz schön frech. Doch seine verdiente Abreibung bekam der Goldjunge dann prompt. Und zwar von Fanliebling Alpha Kevin. Ebenfalls dabei Mac Yeboah, besser bekannt als Da Mac, der im Juli sein Debüt bei der WWE, der größten Wrestling-Liga der Welt, gab. Er lieferte sich einen spannenden Dreierkampf. Ein Interview mit ihm findet ihr übrigens auf unserem Portal. Die WXW steht für hochwertige Action, keine Absperrgitter und einzigartige Fannähe. Teilweise geht es zwischen den Zuschauern ordentlich zur Sache. Wer das mal live erleben möchte, am 1. April 2014 macht die WXW wieder im Kreuz Station.